So, es ist wieder ein bisschen ruhiger geworden hier auf der Musikmesse 2013. Wunderschönen guten Abend hier, der Moritz mit Yamaha und mit dem neuen YDP 142. Und das ist eines der beiden neuen Modelle, die wir auch hier gerade so leicht brieselnd im Hintergrund schon hören. Und es ist wirklich ein sehr schöner Piano-Sound für die Einsteigerklasse. Die Arius-Modelle haben ja da schon wirklich sich einen Namen gemacht und gehören ja zu den meistverkauften, sind die meistverkauften in der Preisklasse. Wir liegen hier sogar noch unter 1000 Euro bei dem kleineren Modell, dem 142er. Und ist natürlich eine gewichtete Tastatur dabei. Und wir haben 10 Voices, hast du mir gerade schon verraten. Ja, genau. Also 10 verschiedene Voices. Wichtig, wir haben jetzt hier eine GHS-Tastatur. Und ganz, ganz interessant jetzt erstmals beim Arius Pure CF-Sampling. Das heißt, dass man es von den Sounds so aus der CLP-Serie kennt, jetzt hier auch schon mit dabei. Intelligent Acoustic Control, dass man also auch wirklich bei einer sehr leisen Lautstärke, wenn man spielt, das komplette Klangspektrum hat. Viele Funktionen, was man so aus der CLP-Serie kennt, sind jetzt hier bei diesen YDP 142 schon mit dabei. Ja, wir haben auch eine ganz normale große Pedaleinheit unten dran. Ja, das heißt, ist schon für zu Hause gedacht, jetzt weniger zum unterwegs benutzen, kein klassisches Stage-Piano, sondern eher ein Home-Piano. Und wir haben jetzt hier ein ganz normales, ist das Rosenholz-Finish, nehme ich mal an? Rosenholz, wir haben das jetzt in 3 verschiedenen Farben. Einmal Rosenholz, wie man es hier sieht, oder in Kirsche, sieht man gleich gegenüber, oder dann gibt es das auch noch in Schwarz-Matt. Schwarz-Matt und Schwarz-Hochglanz haben wir dann erst, können wir gerade mal rübergehen. Beim 162er haben wir ein bisschen mehr Freiheiten als im Getrubel draußen. Wir sind hier im schönen, ruhigen Händlerbereich. Und von der Optik her ansonsten aber genau das Gleiche. Ein bisschen größer jetzt geworden. Man hat hier nochmal so eine Abstufung, wo auch das Yamaha-Logo mit dabei ist. Also ein neues Gehäuse gegenüber dem Vorgängermodell, dem 161. Und ganz neu in dieser Preisklasse, wir haben hier die GH-Tastatur mit Synthetic Ivory Keytops. Das heißt, man hat so ein synthetisches Elfenbein, was bisher immer in der oberen Preisklasse zu finden war, jetzt erstmals auch in der Arius-Familie. Natürlich auch hier Pure CF-Sampling aus der CLP-Serie mit vielen Funktionen aus der größeren Baureihe und natürlich auch ein sehr, sehr schöner Klavierklang. So, hier drüben haben wir noch die mattschwarze Variante vom YDP 162, also auch das sehr, sehr schick. Maserung sieht man so ein bisschen durch und Hochglanz natürlich ja für den Heimbereich auch sehr, sehr beliebt. Bisschen anfällig für Fingerdappen, aber ja, dafür hat man halt wirklich ein sehr, sehr schönes Instrument. Und jetzt muss man nur noch verraten, Roman, Verfügbarkeiten, wie sieht es denn da aus? Die sind jetzt ab sofort in der Auslieferung, das heißt, man kann sie sofort ordern, kaufen. Also das ist das Schöne, dass wir jetzt relativ bald ausliefern können. Ja, das klingt auch schon mal sehr gut. Den Preis haben wir auch schon gehört. Die liegen ein bisschen was oberhalb der 1000-Euro-Grenze, aber immer noch für einen ambitionierten Einsteiger super Instrument. Ein sehr, sehr gutes Instrument, ja. Dann danke für deine Zeit und auf jeden Fall mal auschecken. YDP 142 und 162 und natürlich bei Session auch zu kriegen.